Der Countdown läuft. Noch rund einen Monat bis zur Eröffnung der Berlinale. Und entsprechend ist Festivaldirektor Dieter Koslik in diesen Tagen mit den letzten Vorbereitungen der 68. Berliner Filmfestspiele beschäftigt. Einer seiner zahlreichen Termine macht besonders deutlich, dass es bald losgeht. Der Besuch am Montag in der Gießerei, in der die Bären für die Preisverleihung hergestellt werden. Es ist emotional, weil erstens mal hat man sie ja schon immer so scheinend auf der Bühne. Und zum Zweiten, was man hier sehen kann, ist, dass es nicht nur große Kunst ist, sondern dass es auch großes Handwerk ist, so einen Bären zu gießen. Die Gießerei Noack ist ja fast 100 Jahre alt und sie haben große Künstler hier schon produziert. Und die Berliner Bären werden seit 1951 in der Berliner Bildgießerei hergestellt, in unverändertem Design. Bei einem früheren Entwurf hatte es damals noch Änderungswünsche an der Haltung gegeben. Gut 2 Kilogramm wiegt der Berlinale Bär. Und um ihn herzustellen, braucht man nach Angaben von Hermann Noack Junior 40 bis 50 Arbeitsstunden. In der eigenen Werkstatt werden die Bären aus Bronze gegossen. Ein Partnerunternehmen galvanisiert dann die Trophäen mit Gold oder Silber. Ganz zum Schluss werden dann die Namen der glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen eingraviert. Hermann Noack beschreibt auch seine Anspannung während der Berlinale. Sag mal, es ist, man muss sagen, es ist jedes Jahr ein großes, ziemlich großes Stressprogramm, weil wir am gleichen Tag der Verleihung die Gewinner erst einschlagen und auch noch galvanisieren, die Socke. Das machen nicht wir, aber unsere Firma, Partnerfirma. Und dass die Preise dann rechtzeitig zur Verleihung da sind, ist ein ziemlich großer Stress, kann man schon sagen. Aber hat bis jetzt immer so geklappt. Man darf also gespannt sein, welche Namen wohl am Ende diese Bären bekommen werden. Die 68. Berlinale findet vom 15. bis zum 25. Februar statt und die begehrten Bären werden am 24. Februar verliehen.